Ja, wir sind wieder da. Ja. Links halten, dann Ausfahrt links. Wir haben Caterbury noch gar nicht mitgenommen. Da müssen wir mal hier hinten, glaube ich, reinfahren, ne? BASF. Hm. Zeit zu gehen. Hoppala. Links halten, dann Ausfahrt links. Nimm die Ausfahrt links. Und das Spiel ist ja auch nicht so realistisch, dass du hier, ich sag jetzt mal, dich wirklich an die Fahrzeiten halten musst. Zum Beispiel gibt es ja auch auf manchen Autobahnen, jetzt habe ich es, Tonnagebegrenzung. Kannst du mit manchen LKWs sicherlich nicht langfahren. Ja, tja. Gas geben, bevor die rot wird. Das ist das Thema Realismus. Ich persönlich kann halt nur für TSW sprechen. Ja, und ich kann halt für ETS sprechen. Gut, jetzt auch nicht unbedingt für Bussimulatoren, weil ich habe den Fernbussimulator gespielt und habe mich im Grabe umgedreht. Ja. Real beispielsweise in Würzburg nach Krasse fahre ich so ca. 187 Kilometer und brauche mit einem ICE ca. 1 Stunde, 2 Stunden. Ja. Aber du kannst jetzt nicht zum Beispiel erwarten von mir, okay, fahr mal von Berlin nach Köln. Das kann ich dir hier innerhalb von, keine Ahnung, 30 Minuten präsentieren. Ja, also in diesem Simulator hier. Aber ich kann dir jetzt auch, wenn es halt real wäre, wenn es halt wirklich Originalstrecke wäre, kann ich dir jetzt nicht unbedingt... Digga, halt die Fresse, du Dumme. Kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, okay, cool, alles klar, 8 Stunden Gameplay, setzt euch zurück, lehnt euch zurück, let's go. Wäre natürlich realistisch, aber da kommst du halt gar nicht mehr vorwärts, ne? Also, ist schon realistisch genug, auch mit der Grafik hier, wie du einlenken musst, wann du einlenken musst, damit du hinten nicht über den Bordstein knallst und so, ne? Biege nach links ab. Einen Scheiß werde ich tun. Route neu berechnen. Demnächst links abbiegen. Lidl! Lidl lohnt sich. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Und ich finde es hier schon geil, dass ich hier eine Schaltung habe und das halt auch original halt so. Ne? Ich fühle das halt so mit Schalter. Ja, manche würden sagen, ey Digga, diese Autos sind doch neu modern, mach doch Automatik und ähnliches. Ich sag mal so, im Busverkehr, im Linienverkehr finde ich das für sehr viele Situationen echt unnötig. Ja, weil du fährst halt ständig an, 200 Meter weiter hältst du an. Diese Ausfahrt. Aber hier ein LKW-Bereich oder zum Beispiel auch, ich sag jetzt mal, im zum Beispiel Reisebusverkehr, wäre das eigentlich eine gute Alternative, weil teilweise brauchst du die Drehzahl. Ja? Weil sonst würde die hier sagen, okay, fahren wir am zweiten los, ne? Da würde er den hier schon durchdrehen, ne? Ab in vierten, ne? Da dreht er dann da durch, dann müsstest du in sechsten, bam, 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 durchtreten, bam, ab in achten. Wenn du es realistisch machen würdest, ja, dann würde ich jetzt hier sagen, okay, ab in 9. Ja. Ab in 10. Ja. Ab in 11. Ab in 12. Das wäre realistisch. Ja. Deswegen fahre ich immer am 4. los. Ja. Ab in 6. Ab in 8. Der 10. wird noch gut ausgefahren. Ja, manchmal also fahre ich im 4. auch los, ne? Und dann ab gleich in 8. Manchmal, wenn ich wirklich viel Drehzahl habe, mache ich im PKW überhaupt nicht so. Ich fahre da wirklich im 2. Gang los, ja, und fahre dann, also im 1. Gang, ne? Also ich hier, ne? Fahre ich los. Und teilweise entweder gleich in den 3. rein oder halt den 2. Ausfahren.
Und dann halt gleich in den vierten rein. Ne? So fahre ich im PKW. Ich überspringe meistens Gang. Also ich glaube, der am wenigsten genutzte Gang bei mir ist der fünfte. Also hier in dem Fall der zehnte. Ne? Weil ich teilweise den vierten halt so gut ausfahre, dass ich ja halt gleich spritsparend einen sechsten schalten kann. Ne? Also ja, England ist pisst wieder. Oh, man merkt's auch. Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh, Alter. Boah. Alter, den wieder in Gang zu kriegen, Alter. Holy shit, ey. Also man merkt richtig, also hier die Fahrphysik ist echt geil. Drüben, als wir oben in Island waren, ne? Und das da hier schneit hat, heilige Scheiße war das glatt. Ne? Also. Schon geil gemacht. Genau das. Oh Gott, was hast du geschrieben? Genau das ist das, was wir halt bei unseren Spielen. Oh ja, ich habe eine Rot überfahren. Geil, na gut, können wir gleich durchziehen, wa? Jetzt habe ich in den Chat geguckt und überhaupt nicht auf eine Ampel geachtet. Geil. Bitte nicht nachmachen. Das ist genau das, das, was wir beide gut haben. Wir haben unsere Spiele, zocken gern. Du sitzt am Steuer von einem Truck und ich sitze da stundenlang hinterm in einem Führerpult einer Lok. Ja, wer das gerne macht, bitte. Wenn du deine Freizeit verschwenden willst, ich verschwende hier meine Freizeit. So, weißt du? Ja. Siehst du eine weitere Fähigkeit, die man auch virtuell real nutzen kann? Was meinst du mit siehst du eine... Alter, Junge! Boah, ey, die Straßen sind echt scheiße glatt hier, ne? Was meinst du mit siehst du eine weitere Fähigkeit? Die man auch... von virtuellen Leben ins reale Leben übertragen kann, zum Beispiel? Du lernst halt zum Beispiel die Physik hier kennen, ne? Wenn es halt glatt ist. Ich glaube, also wenn du das meinst, dann glaube ich, wenn du erst dich jahrelang oder so im ETS-Simulator beschäftigt hast und das auch, ich sag jetzt mal nicht so realistisch, wie ich das spiele, sondern wenn du das so realistisch spielst, was ist das denn hier? Dann kannst du, glaube ich, LKWs besser einschätzen, wenn du in die Fahrschule reinkommst, mit dem Lenkeinschlag, wann du einlenken musst und so weiter, als diejenigen, die jetzt sagen, ja, okay, ich mache jetzt einen LKW-Führerschein und dann und dann, wir müssen nach rechts, glaube ich, ne? Müssen wir da hinten hoch oder müssen wir hier hoch? Ich glaube, wir müssen hinten hoch, ne? Dann kannst du das schon besser einschätzen als jemand, der jetzt sagt, okay, ich mache mal einen LKW-Führerschein und halt noch nie auf dem LKW sowohl im Simulator als auch nein, ich meine das mit dem Hochschul im Manuell. Siehst du eine weitere Fähigkeit, die man so meinst du das, eine weitere Fähigkeit, die man virtuell als auch real nutzen kann mit manuellen Schalten? Ja, ich fühle es halt jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Gaspedal, ne, und dann schaltet der halt automatisch hoch, sondern okay, alles klar, weil teilweise die Automatik schaltet. Wieso regnet das hier im Schiff drin, ne? Lol. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Bug, den man reporten könnte. Ey, im Schiff regnet's. What the fuck? Feststellbremse, Motor aus. Ja. Das mache ich zum Beispiel realistisch. Feststellbremse, dann der Motor aus. Weil sonst müsste er die eigentlich, wenn ich jetzt die Feststellbremse löse, miek, 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 die ganze Zeit machen, ne? Ist jetzt hier nicht so realistisch. Aber ja, ich fühle das halt so, ne, okay, ey, ne, wir fahren gerade bergauf, Tempomat läuft und das Auto denkt sich so, nö, der 12. Rang, nö, der passt mir gerade, obwohl du immer langsamer wirst. Und dann kannst du halt hier sagen, okay, nee, ey, ab in 10. Gang, ich trete jetzt selber, ne, und, ja, so, warte. Wo sind wir noch hier? 2 Stunden 27.
Thema Wandgeräusche. Was? Warngeräusche. Oh Gott, ich kann nur sagen, Sifa. Ich halt nach circa 8 bis 9 Stunden so ein Tinnitus. Tja, wäre halt realistisch, wenn man hier so einen Warnton bekommen würde. Ist aber nicht der Fall. Sieh hier zum Beispiel, ist ein Riesenloch in Frankreich. Gut, über Portugal, über die Iberische Halbinsel brauchen wir nicht reden. Über den Balkan hier brauchen wir auch nicht reden, ne? Aber Norwegen, also die nordischen Länder habe ich schon gut abgegrast, auch wenn wir bisher noch keine Tour hierhin hatten. Aber ich glaube, mir wurde öfter mal eine Tour nach Mo i Rana vorgeschlagen. Thema Regen im Schiff ist so eine Sache, würde bei mir schon längst auf der Bugliste stehen, aber bis die Entwickler das wirklich dann haben, habe ich vielleicht selbst rausgefunden. Oder bis dann haben sie schon ein neues Update, wo das schon längst behoben ist vielleicht, oder keine Ahnung, ne? Die Route hier ist, glaube ich, neu. Die existierte vorher, glaube ich, gar nicht. Nach Spitzbergen müssen wir auch mal rüber. Waren wir auch noch nicht bisher. Mhm. Hier wurde mal eine ganz große Bombe gezündet. Hier so, glaube ich, in dem Bereich. Und glaube, du willst keine 8 Stunden andauern und Fanggeräusche hören, das wäre schlimm. Ja, aber es ist an sich ist es realistisch. Ja, also, Kichner, So, wir haben es halbwegs überstanden hier, die Scheiße hier. Hier, 333.000, ne? Ist dann aber auch von Spanien hoch. Zerbrechlich, halbschnell. Das ist dann auch so eine Tour, ne? Die muss dann auch erstmal schaffen, ne? Und wäre ich in Malaga nie gewesen, dann hätte ich diese Tour nie bekommen. Das heißt, das wäre vielleicht auch meiner. Russland, in Nikel. Hm? Ja. Wir wären nie in Island gewesen, hätten wir die Tour nie bekommen. Deswegen ein Glück, dass wir in Island drüben waren. Ne? Also, wir können ja mal nach Grönland rüberfahren. Ja, das stimmt, aber wenn wir Fehlerliste stellen, Ja, manchmal brauchst du das halt, ne? Einfach dich abreagieren. Einfach mal alles rauslassen, so. Wenn ich mich abregiere, streiche ich die Lok einfach an. Bitte nutzen Sie die rechte Straßenseite. Nö. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hier können wir gleich noch den hier mitnehmen. Motor abstellen. Feststellbremse. Hafen von Calais. Ich lass mir von einem Computer doch nichts sagen. Ah, siehst du, das müsste ich unbedingt auf die Liste schreiben. Computer sagt nein. Stimmt. Computer sagt nein. Thank you.
bin ein kleines Schiff. Ja, Little Britain, genau. Neue Route finden. Jetzt pisst es hier schon wieder. Das kann doch alles nicht wahr sein hier. Du hast mich an etwas erinnert. Ist das so? Ich soll doch die rechte Straßenseite benutzen. Na, wie sagt hier lang? Oder soll ich da hinten lang? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach so, der Motor ist wieder ausgegangen. Abgesoffen, kann man sagen. Ich glaube, ich muss morgen mal Volume 2 der Liste erstellen. Der Fehler. Ich muss morgen mal ein Volume 2 der Liste erstellen, Fehlerliste erstellen. Gesundheit an der Stelle. Rechtsextrem. Frankreich? Oder auch Westdeutschland. Rechtsextrem. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das ist eine Laterne. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechtsextrem. Ja, sorry, ich bin müde. Ja, dann ab ins Bett mit dir. Immer geradeaus. Dabei. Demnächst links abbiegen. Aber hier gerne nochmal in Deutsch. Ich glaube, ich muss morgen mal ein Volume 2 der Fehlerliste erstellen. Weil ich glaube, ich habe ein paar Punkte. Oh nein! Der Entwickler wird sich doch auch denken: Junge, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Demnächst links abbiegen. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Mhm. Rechtsextrem. Biege nach links ab. Rechtsextrem. Rechtsextrem. Oh Junge, oh, wie das hier wegrutscht, Alter. Immer geradeaus. Sorry, die für die Modelle zuständig sind, werden mich... Ja, die werden sich so denken, ey Digga, können wir den nicht einfach blockieren? Einfach E-Mail-Adresse sperren, fertig. So, gut, du wirst dir jetzt sicherlich eine neue erstellen. Zum nächsten Wegpunkt sind 3 Stunden 25 Minuten. Müssen wir das nächste Mal was? Okay, wir fahren los. 2 Stunden. Biege nach rechts ab. Das heißt, auf dem Weg hierhin können wir doch noch den hier mitnehmen. Dann machen wir hier paar. Ach du heilige Scheiße. Da verfährt man sich doch! Rechts runter, dann hier, dann da lang. Dann hier lang, dann hier runter, einmal drehen, bam, hier runter, dann, also hier tanken, blablabla, dann hier runter, dann hier raus, durch den Checkpoint, bam, raus, hierher. Digga, what the fuck?
Hier können wir nicht Pause machen. Hier können wir Pause machen. Stunde 31, ja, das passt. Dann machen wir da drüben Pause. Also wir könnten auch vielleicht Stunde irgendwas, sagt er. Er sagt 2 Stunden 6. Wir können auch hier Pause machen. Gehen wir mal schauen. Kurz vor Paris zu gesehen. Es wird in einem Support hin alles reingeschickt. Also jeder Filter, jeder Screenshot, jeder Video. Ich glaube wirklich, dass die, dass alle, die dort arbeiten, mich langsam hassen. Ja, definitiv. Wie ich es bereits gesagt habe, die werden sich denken, Digga, lass uns bitte einfach in Ruhe. Die wollen das nicht. Die werden sich denken, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das werden die sich denken. Kurze Frage zwischendurch, Pikachu, bevor du jetzt abhaust. Ist die Lautstärke zwischen allen jetzt in Ordnung? Sowohl die Musiklautstärke als auch meine Lautstärke, als auch die Lautstärke der Memes. Ist das in Ordnung? Oder ist irgendwas vielleicht zu laut? Vielleicht die Musik oder was? Biege nach links. Ja, du bist zu laut. Stell dich mal bitte stumm. Musik könnte so 2% leiser gemacht werden. 2%! Oh, das kriege ich nicht so genau hin. Ich kriege leider nur 3% hin. Aber gut, wenn du sagst, Musik ein bisschen leiser. Mhm. Ja, und wegen dem Willen der Entwickler, ich sag mal so, es ist eine extrem lange Liste, also ich bete für mich. Werd doch einfach selbst zum Entwickler. Ist so? Hundertzehn. Ja, die gönnen wir uns. Und ja, achso, ne, hast du ja schon geschrieben. Ich glaube, das wäre dann komplett creepy. Du hast jetzt eine eigene Fehlerliste für dich. Das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden, das muss noch gemacht werden. Dann bringst du ein Update raus. Nee, ist immer noch scheiße. Jungs, macht das mal besser. Nicht nachmachen, bitte. Jungs, das und das müsst ihr noch bearbeiten, das müsst ihr noch überarbeiten. Und dann schickst du dir selbst die E-Mail. Ah, okay, ja, alles klar. Warte mal, ich müsste mal gerade was in den Dingern hier machen, und zwar Tasten und Knöpfe. Scheibenwischer. Gedrückt halten. Linkes Fenster öffnen. Schließen wir mal so. Zack. Sind diese Fahrgeräusche für euch auch so angenehm? Ich glaube, die Geräuschkulisse ist in Ordnung, oder? Glaub mir, gäbe es einen Gott, ja, der ist hier, hallo, du kannst mich auch Fanto nennen, und man könnte ihm eigene Fehler von sich selbst zeigen, glaub mir, Gott würde mir einfach nur löschen drücken. Ja, der würde dich einfach deleten, der würde einfach sagen, nee, das ist ein Fehler an der Matrix, weg damit. Also derzeit finde ich das eine sehr gute Mische, mit Wodka, mit Ethanol und Kerosin, ah ja. I don't remember.
Hier, halt, stopp! Aktuelle Ankunftszeit ist Sonntag, 13.30 Uhr. Boah, ich habe komplett den Geruch von Kerosin eigentlich verlernt. Also was heißt verlernt, aber ich kann den, ich sag jetzt mal, nicht wahrnehmen, sondern ich bin ja zweimal geflogen in meinem Leben. Schon ein paar Mal auf die Fresse, darum geht's jetzt gerade gar nicht. Oh Mann, ey. Darum geht's jetzt gerade gar nicht. Es geht mir eher um, wie nennt sich das? Na? Hier fliegen, also wir hatten ja mal Klassenfahrt nach Barcelona. Und also nicht Klassenfahrt, sondern Klassenflug. Ich höre schon auf. Ja, halt! Es tut mir leid. Und da sind wir einmal hingeflogen und zurückgeflogen. Ich habe es einfach komplett, also ich habe keinen Geruch mehr von Kerosin in mir. Normal, also Diesel kann ich mich absolut erinnern, wie das riecht. Benzin riecht ja fast genau gleich. Aber ich habe es damals geliebt, an den Dingern zu schnuppern. Ey, wirklich, das ist so eine kleine Sucht von mir, ne? Telepass ist hier drüben, ne? Das funktioniert aber nicht gerade, okay. Schade. Wenn man so nichts fühlt, kann man auch richtig Schmerzen auch antun. Abstüpfen? Hast du was gesoffen, Alter? Ich glaube, Wodka hast du zu viel gesoffen. Es ist 4 Uhr, du wolltest dich übrigens ins Bett verpissen, ne? Hier, jetzt fahren wir den 8. Grad voll aus. Jetzt können wir gleich den 12. hochschalten. Ne? Mann, dieser scheiß Busfahrer! Gib mal Gas, du blöder Hurensohn! Ich meine damit, ob du von den Gerüchten abgestumpft bist. Ach, von den Gerüchten? Ja, ich bin schwul, offiziell, das weiß man ja. Von den Gerüchten? Weiß ich nicht. Also vielleicht habe ich es einfach nicht mehr so... Ich weiß zum Beispiel, wie Erdbeeren riechen. Ja, ich weiß, wie Weintrauben riechen. Ich habe den Geruch, Geschmack direkt im Mund. Aber Kerosin weiß ich halt einfach nicht mehr. Also, oder, also ich weiß, dass wir einmal auf dem Flugfeld waren und dann die... Railing hochgegangen sind? Ich weiß nicht, wie die heißt. Dass wir die hochgegangen sind. Ich meine, da müsste ich Kerosin gerochen haben, aber wie das heute riecht, keine Ahnung. Ja, aber von den Gerüchten bin ich abgestumpft. Dass ich schwul bin, das hat es. Wie oft ich auf Telonym schon also nicht angeschrieben, aber auf Telonym mir schon Leute, du bist doch offiziell schwul. Also was heißt offiziell, aber du bist doch schwul, oder? Ich denke, nee, Digga, ich stehe auf Frauen, aber bin schwul, oder was? Was ist das jetzt für eine Scheiße? So, also, ja, am besten nicht auf solche Leute reagieren, ja, es ist, ab in Spätz. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Wenn ich nehme, dann gleich, kann ich nur nicht mehr wahrnehmen, weil meine Nase sich so dermaßen an den Geruch von heißem Metall gewöhnt hat. Rechts. Ja, okay, aber ich habe jetzt zum Beispiel den Geruch einfach vom Metall im Kopf. Ja, also in der Nase. Parkplatz LKW ist es links. Neu berechnen. So, schön gerade hier drin stehen. So, Feststellbremse rein. Licht aus. Es würde nur Strom verbrauchen. Motor aus. Zündung aus. Wir brauchen eine Klima. Zündung an. Wir brauchen eine Klima. Sorry für die Nacht. Ging spät raus. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Und Telonym ist ja auch wiederum so eine eigene Sache, was die Leute für eine kranke Scheiße verschicken. Ja. Ja. Allerdings.
Guten Morgen. Siehst du, wir haben jetzt in einer Nacht schon 100.000 gemacht. In den 8 Stunden hier. Also, ist schon echt krank, wie viel Kohle wir wirklich machen. Wir nehmen jetzt hier noch die Fragezeichen mit. Da müssen wir mal gucken, was wir mit Macron machen. Gibt es jetzt nichts, was wir mitnehmen könnten? Wir könnten hier hinten rüberfahren und dann irgendwie mit der Fähre versuchen, ja, aber das würde nur 20 Stunden mehr fressen. Darauf habe ich auch keinen Bock. Ja, an sich können wir nicht mehr anpassen. Können versuchen, irgendwelche Fragezeichen vielleicht mitzunehmen oder was? Hier sind wir schon drin. Wir versuchen hier vielleicht so eine untypische Route erstmal zu nehmen. Hier nehmen wir schon die zwei Fragezeichen mit. Hier drüben wäre eine Garage. Das ist unsere eigene, weil die so grün leuchtet. Wir können hier noch so einen Kamerapoint mitnehmen. Aber nee, ich glaube, da kommen wir mit einem großen LKW gar nicht rein. Ich sehe das wieder, ich weiß, was das für eine ist. Ansonsten haben wir hier schon alles mitgenommen. Da ist ein Rastplatz. Peshkara. Da haben wir schon Fragezeichen. Der ist hier, glaube ich, nicht. Nee. Ancona. Mehr ist hier auch nicht. Außer Tankstelle und so. Hier werden noch Fragezeichen. Was auch immer das für eine Stadt ist. Bologna. Mhm. So, 43 Stunden Fahrzeit, das heißt 11, 22, 33, 44. Heißt einmal, zweimal, dreimal mindestens schlafen. Das heißt plus 9, 18, 27 Stunden wären wir plus 7, 50, 70 Stunden Restzeit dürften wir nur noch haben. Fahrt vorsichtig. Ja, siehst du, 73 Stunden haben wir sogar noch. Hab mich gleich Eisbahn einfahren, der Lokführer, wann Marco gegeben hat, gehupt, hab mich erschrocken davor, weil dieses Geräusch gewurmt, hab mich nicht erschrocken. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel 300.000, wir könnten jetzt, nee, könnten wir noch nicht einen großen, wir könnten einen verkaufen, ja, aber... das wert ist, den zu verkaufen, weil theoretisch können wir jetzt sagen, okay, wir kaufen einen LKW und der gerade gebraucht ist, der LKW, den könnte man direkt an den nächsten Kollegen wiedergeben, ne? Also, ja. Auflieger könnten wir auch so gerade mal 3 oder 4 kaufen, maximal. Ja, von daher, ne? Folgende Taste, Motor abzustellen. Ile de France. Können wir hier einfach so mit Telepass durch? Ja, nice, danke. Tschüss, Jungs. Bitte links halten. Das war meine Schüchtern zu einem Bein oder Abgestumpftheit und nur 73 Stunden, das ist ja gar nichts. Ja, nö, das sind jetzt 73 Stunden, das sind mindestens noch ja, 1,5 Stunden bis 2 Stunden in Realtime, ne?
Haha, ich bin schneller. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Oh Gott, wir müssen dringend tanken. 30 Liter, 93 Kilometer. Fuck my life. Oh, shit. Ah, fuck. Wir müssen hier lang. Scheiße. Ups. Wäre aber trotzdem mal geil, irgendwann zur Zukunft. Jetzt gehen wir die komplette, also 73 Stunden Fahrzeit. Die Zukunft! Ja, wäre schon geil, aber ja. Auf geht's. Ich glaube, wird nicht passieren. Also höchstens wird es irgendwann ETS 3 geben. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein ETS World werden könnte, weil Euro Truck Simulator und wir nehmen schon Teile der Türkei, von Syrien, Israel. Ich habe ein weiteres. Gut, das sind alles Pro-Mods, ja. Aber so ein ETS 3 oder ETS World oder ne, das wäre schon geil. Das würde ich schon fühlen. So einfach mal, keine Ahnung, eine Tour von Russland, irgendwo im tiefsten Osten, über China, keine Ahnung, bis nach Frankreich oder von mir aus, Südkorea wollte ich gerade sagen, Quatsch, ist doch da hinten gewesen. Oh Gott, das wäre aber auch krank. Von Südkorea über Nordkorea. von Südkorea dann oder von Japan mit einer Fähre dann aus bis nach Südafrika runter. Wäre krank, aber das müsste sich dann auch lohnen, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Irgendwann wird das, ich denke mal, irgendwann wird es kommen. Definitiv. Die Ausfahrt auf nach Nordkorea. Ja. Obwohl ich mir sagen muss, also faszinierend finde ich Nordkorea ja schon. Eine Diktatur. Ich würde da also nicht gerne mal Urlaub machen, so nicht. Aber diesen, wie nennt man das? Dark Tourism, ne? Oder war das für Tschernobyl, dieser Dark Tourism? Ich finde das schon, das hat schon was irgendwie. Das ist irgendwie ganz schwierig zu beschreiben. Das ist so, einfach mal das zu erleben, sag ich mal, ne? Ja, du hast recht und ich werde gar nicht jetzt über die Kosten sprechen. Ja, naja, gut, also muss sich halt lohnen, ne? Dann, also wir haben hier jetzt eine Tour von Island nach Italien, Palermo runter. 300.000. Tour von 6.000 Kilometern, frag mich nicht, ne? Sprit müssen wir selber bezahlen. Reparaturkosten müssen wir selber bezahlen. So, hier müssen wir mal tanken gerade. In der Hoffnung, dass Frankreich hier der Sprit ein bisschen billiger ist als drüben da mit 2,02 Euro oder was das war. Oh, 1,83. Gut. Schon scheiße teuer genug, aber vielleicht der Grenze. Ihr habt Thema Dark Tourism. Hätte mies Bock auf Chernobyl. Ich hätte auch Bock auf Chernobyl. So ist nicht, ne? Also. Das wäre schon geil. Also jetzt nicht im Sinne von, boah, ist das geil! Sondern im Sinne von, ist faszinierend einfach. So, ich befürworte Diktatur. Das jetzt nicht, ne? Aber halt so, ne? Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Und das Problem ist, hat die Russen... Hat sich permanent in Pripyat auf. Haha, wo war ich? Woher ich das weiß, dass das Pripyat ist, ne? sorry, keine Ahnung, wie das auf Deutsch geschrieben wird. Das ist halt die Hauptstadt von Tschernobyl. Ja, Pripyat. Tschernobyl ist ja an sich nur das Gebiet. Das ist so wie Brandenburg, ne? Und von Brandenburg halt die, in Anführungszeichen, Hauptstadt ist halt Potsdam, ja? Oder, naja, gut. Ja, Tschernobyl ist jetzt nicht unbedingt so groß wie Brandenburg, glaube ich. Keine Ahnung. Erste Ausfahrt nehmen. Aber ich denke mal, du weißt, was ich meine. So, vielleicht lass es Barnim sein. So von der Größe vielleicht. Ne? Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß jetzt Tschernobyl an sich als Dings wirklich ist. Ne? Aber ja.
Ich weiß, was du meinst. Biege nach rechts ab. Da. Demnächst links abbiegen. Achso, hier ist das gar nicht. Okay, dann müssen wir jetzt hier gleich links. Okay. Ich kann ja auch nicht sagen, wie groß die Stadt ist, aber keine Sorge, ich weiß, was du meinst. Aber ich hätte auch Bock, sag ich dir ehrlich. Ich weiß nicht, ob du den YouTuber, musst du mal gucken, S-H-I-E-Y, Shane oder Shane nennt er sich. Kein ja. Ich finde eine neue Route. Der war, glaube ich, zweimal in Anführungszeichen als Stalker, also illegal, in Pripyat. Ich sag jetzt mal so, ich möchte nicht prophezeien, aber ich hätte Bock drauf. So illegal ist schon gut, dann nicht halt die Russen, ne? Immer geradeaus. Dabei. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr. Wenn das Problem ist, ich würde dort nicht unbewaffnet hingehen und nicht allein. Ja, ich habe Zeit, ne? Ich weiß nicht, was der jetzt von mir erwartet hat. Er ist im Kreisverkehr, also hat er auch Vorfahrt. Nimm diese Ausfahrt. Aber musst du mal gucken, Shay, also S-H-I-E-Y, der macht echt, also der war, glaube ich, auch mal in Italien unterwegs, in so einem Geister, in einer Geisterstadt, die evakuiert wurde wegen Erdbeben oder Erdrutschgefahr oder ähnliches, und bis heute ist da gefühlt alles unangefasst. Und Ausfahrt rechts nehmen. Ich liebe den YouTuber, der hat auch Polar Night, finde ich den Song rechts. Richtig geil. Polar Night. Mega geil. Wie sieht denn unser Verspritet aus? 40 Liter, heilige Scheiße. Notiert. Der macht halt immer so. Ich will jetzt nicht Dark Tourism nennen, aber Lost Places. Und ich meine, ich bin ja auch ein Freund von Lost Places. Offiziell bin ich natürlich nicht auf Lost Places, ne? Damit das klargestellt ist. Aber ist schon. Rechts. Ja, rechts. Oh Gott, ja, meine Fresse. Oh Gott. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Traum. Traummann nach Tschernobyl zu kommen. Ich verstehe, Bruder, ich verstehe. Ich frage mich jetzt nicht, wie viel hier. Oh, wir haben ja Rechtsfahrgebot. Entschuldigung. Ich weiß gerade, warum, aber wie kommen die mir denn da entgegen und wieso ist die Ampel rechts? Demnächst rechts abbiegen. Steht dir meinen scheiß Stream zu geben, könntest du ja von Shay schon so schöne Videos angucken. Ja, sorry, ich penne schon schreiben, aber gute Nacht, bis morgen live. Ich versuche morgen. Ja, ich weiß nicht, ob ich morgen kann. Wie gesagt, vielleicht zocke ich auch mit Kumpel privat jetzt zum Beispiel Satisfactory. Das zocke ich gerade privat. Macht schon Spaß, ist aber auch scheiße aufwendig. Und vor allen Dingen musst du dir von Shay mal diese
Chernobyl. Ich glaube, zweimal war er da. Es gibt zweimal so eine Staffelfolge. Also, ne? 10. Ja, reicht. Das muss man angucken. Ist echt geil gemacht. Ich glaube, da gibt es jeweils 3 oder 4 Folgen oder 5 Folgen. Ja, das werde ich morgen sehen. Links ab. Ja, ja. Wieso müssen wir jetzt nach links abbiegen? Was ist das für eine Scheiße hier? So, jetzt geht's erstmal nur gerade. Ich hinterfrag das jetzt nicht. Jetzt geht's erstmal nur geradeaus. Jetzt können wir richtig gut Zeit reinholen. Und ich schätze mal, an der italienischen Grenze müssen wir die nächste Pause machen. Und dann wahrscheinlich nochmal hier unten. Also mindestens 2. Ich schätze aber 3-mal Pause müssen wir auf jeden Fall machen. Zeit zu gehen. Das liegt schon, aber ich werde mir definitiv morgen, falls ich schaffe, anzugucken. Wie gesagt, geht auf jeden Fall eine Empfehlung von mir aus. Ist jetzt grün oder ist jetzt nicht grün? Nee. Geht auf jeden Fall eine Empfehlung von mir raus. Also, ich habe in letzter Zeit auch nicht viele Videos von ihm geschaut. Weil ich auch in letzter Zeit, was heißt letzter Zeit, ich bin ein richtiges Arbeitstier geworden. Also da lobe ich mir die Zeiten damals als Azubi, wo ich echt noch viel Zeit hatte. Rechts abbiegen. Aber inzwischen, die Zeiten sind einfach vorbei. Also ich bin halt richtig arbeitslos. Ich mache halt pro Monat teilweise 30 bis 40 Überstunden. Das heißt, ich bin 4 Wochen arbeiten, arbeite aber eigentlich 5 Wochen. Das heißt, ich bin 3 Monate arbeiten, arbeite aber eigentlich 4 Monate. Ja, also, ich meine, ich beschwere mich nicht. Ja, also, wenn sie mir jetzt sagen würden, ja, oh mein Gott, lass mal einen Arbeitsvertrag. Digga! Fahr doch! Vollidiot, Elena. Wenn sie mir jetzt sagen würden, ey, Arbeitsvertrag wird auf 38 Stunden runtergeregelt, würde ich mir sagen, gut, eine Stunde mehr bezahlt, ne? Also, oder mehr Überstundenzuschlag bezahlt, ne? Also, weil ich habe ja so gesehen 39 Stunden Arbeitsvertrag laut Tarifvertrag. Wenn es eine Stunde weniger ist, ne? Ich bin teilweise unter der Woche, wie gesagt, also 45 Stunden, 46, also ich komme bis an die 50 Stunden ran. Weil ich teilweise auch eine, ja, laut Steuererklärung eine 5- bis 7-Tage-Woche habe. Ups, wie konnte das nur passieren? Bitte links halten. Ich beschwere mich aber auch nicht, ne? Ach ja. Das aber von früher, das flacht dann irgendwann alles ab und hat weniger Bock. Na, ich habe schon Bock zu zocken, ja, das auch. Aber ich habe schon Bock, YouTube zu schauen und ähnlich, aber ich komme teilweise nicht hinterher, beziehungsweise manches interessiert mich auch einfach dann gar nicht. Ja, also, weil ich dann aktuell dafür kein Interesse habe. Ja, meistens packe ich viele Videos, die ich wirklich dann mir auf dem Abend oder so, wenn ich dann entspannen will oder so, ne, packe ich mir dann in die später ansehen Playlist rein und die schaue ich dann auf dem Abend oder wenn ich mal eine lange Pause habe auf Arbeit oder so, dann schaue ich die mir an, weil ich habe ja YouTube Premium, ich habe auch über Vodafone einen sehr guten Tarifvertrag, sag ich schon, einen sehr guten Vertrag. 95. Ja, ich bin noch kurz hier, um dir zuzuhören, so nett bin ich. Ach du, alles gut, kannst auch schon abschalten, ist nicht so schlimm. Passiert eh nichts mehr, bist ja der Einzige hier im Chat, also von daher. YouTube ist auch nicht los, auch alles tot. Naja. Naja, ansonsten werde ich dich wecken. Weil ich so nett bin. Ja, bin ich nicht nett? Also, Thaddäus. Wut, Trauer. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz, Fräulein Krömeier. Genau, Fräulein Pikachu. Unterhalten uns ja noch, ich bin mir ziemlich unfreundlich, geh einfach mit einem Gespräch. Du gehst mit einem Gespräch? Gut.
Wie gesagt, ich wäre jetzt auch nicht böse. Also wenn du jetzt einschläfst, dann ist es halt so. Du hast ja gesagt, du bist 4 Uhr weg. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Also ich werde jetzt auch nicht direkt böse. Also nimm die Ausfahrt rechts. Ich gucke noch ein wenig, weil es irgendwie nichts gibt, was einen so wirklich interessiert. Ne, ich habe ja YouTube Premium, weil ich wirklich halt sehr viel YouTube schaue. Das ist ich habe kein Netflix, das kriege ich durch einen Kumpel rein. Ich habe kein Prime, das kriege ich durch einen Kumpel rein. Ja, das brauche ich halt alles nicht. Ich brauche halt YouTube Premium. Da ist wiederum der Kumpel wiederum mit drin. Ne? Also ist so ein Familienabo offiziell. Offiziell ist er in meiner Familie drin. So wie ich ja auch offiziell in seiner. Ja, und scheiße, wir unterhalten uns, aber viel Respekt gebe ich. Ach, du gibst mir Respekt. Das ist voll nett von dir. So, wir versuchen jetzt Sonntag 22 Uhr oder vielleicht 21.30 Uhr rauszufahren. Ja, und für die Leute, die da auf YouTube gucken, ist halt echt praktisch. Ja, ich brauche halt keine Wellen. Ja, hör doch einen Adblocker. Ja, irgendwann wird der Adblocker auch nicht mehr funktionieren. Und, aber für Leute wie mich. Ja, und ist auch noch YouTube Music mit drin, was ich ja auch aktiv nutze. Und ich kann YouTube, manche Podcast-Folgen von Horst und Hopf zum Beispiel, kann ich dann einfach im Hintergrund hören. Oder Musik zum Beispiel im Hintergrund hören, einfach einen Hintergrund schicken, was ich so mit einer normalen YouTube-App ohne Premium gar nicht könnte. Ja, also von daher ist schon nice. Leute, mich ist schwachsinnig, wenn du Disney Plus brauchst, sag Bescheid. Gut zu wissen, guter Anhaltspunkt. Weil ich will mit einer Freundin irgendwann nochmal sicherlich was, vielleicht auf, keine Ahnung, Disney Plus schauen, zum Beispiel Star Wars würde mir jetzt spontan einfallen. Ja, könnte man mal und für solche, also Musik habe ich zum Beispiel Apple Music, ich könnte ohne diese App nicht. Naja, dafür habe ich Spotify, ne? Also gut, auf Spotify gibt es auch nicht alles, so wie es auch nicht auf YouTube alles gibt, ja? YouTube hat schon große Musikvielfalt. So ist jetzt nicht, aber boah, Junge! Vollidiot, du Elner. Ja. Siehst du, Spotify Premium haben wir noch. Wo ich natürlich offiziell auch im Familienabo drin bin, ne? Also. Ich glaube, das teuerste ist Tatsache YouTube. Das gleicht sich aber dann mit Spotify, Netflix und Prime. Gut, Prime hat er sowieso, weil er Prime-Kunde ist. Und das ist so absolut bescheuert. Die sagen, Prime, bla bla bla, Filme schauen und du denkst ja, Digga, wow, WoW, das ist die kostenlose Plattform hier, ja. Entweder leiste dir Filme aus, du kaufst sie oder. Da kannst du halt selten mal kostenlos gute Filme sehen oder so, ne? Das ist halt, denkst du ja auch so, what the fuck eigentlich, ne? Hätte ich mir den ganzen Krieg ja schenken können. Ja, du kannst mir sagen, wenn du Disney brauchst, ist halt wie mit Apple Music, gibt nicht alles. Und ja, Prime, da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich hätte jetzt im Januar, Februar, März hätte ich Prime gebrauchen können, weil ich echt sehr viel bestellt habe. Und auch teilweise sehr schnell, weil ich es brauchte. Und dann immer gesagt habe, ja komm, hier 5 Euro Umruf, ne, dafür, dass es schnell ankommt. Ja, naja. Hätte ich mal für 3 Monate nutzen können oder was. Naja. Geht jetzt auch nicht die Welt von unter, wa? So, wir könnten uns jetzt, glaube ich, den nächsten Scania S leisten.
für einen Kollegen. Aber erstmal fahren wir die Tour zu Ende, weil dann können wir gleich zwei abrufen. Oder einen und dann drei Anhänger gleich. Einfach mit einem Fake-Konto Probeabos machen. Ja, das kennt man auch schon, ne? Aber ja. Dauernd Probeabos wäre mir auch irgendwann zu viel Aufwand. Und dafür habe ich gar nicht die Zeit. Will ich auch gar nicht die Zeit investieren. Sowas ist ja nur ein Witz, sollte man natürlich nicht machen. Richtig, weil wenn du erwischt wirst, irgendwie, wenn sie rausfinden, dass es immer dieselbe IP-Adresse ist, können sie dir die IP-Adresse sperren. Ja, und dann kannst du so viele Accounts erstellen, wie du willst. Funktioniert nicht, weil dann müsstest du deine eigene IP-Adresse ändern. Herzlichen Glückwunsch. Und dann sei gesagt, hätte ich mir den ganzen Krieg ja schenken können. Hättest du dir schenken können. Aber naja. Eine wunderbare Technologie. Das Internet. Aber was man auf jeden Fall machen sollte... Ich würde mit den Grünen koalieren. Das sollte man auf jeden Fall machen. Einziger Lichtblick ist eine wunderliche Partei, die sich die Grünen nennt. Das war ein Scherz. Natürlich Unfug, man kann doch nicht auf waffenfähiges Uran verzichten. Richtig, genau wie mit meinem Insta-Bann, ich kann einen neuen Konto mit meinem iPhone stellen. Ja, und dann vergisst du irgendeine E-Mail-Adresse mit irgendeinem Passwort und wie kann man da drauf zugreifen? Und dann fragt er mich so stumpfsinnige Fragen, ja, was war in 2017 oder 2015? Ich brauch das mal Reis. Schreibt ihr so Fidget Spinner, keine Ahnung, wann das im Trend war, ja. Und oh, danke. Und ich denke mir so, what the fuck, Alter? So ist Pikachu drauf, ja. Naja, so kennt man ihn. Also wir haben uns schon mal für YouTube oder auch Twitch hier, weil ich gerade sehe, ich habe zwei Zuschauer, ich zwinge aber auch keinen hier reinzuschreiben, wir haben uns mal in Real Life jetzt getroffen, als ich auf dem SEV war, ne, er hat mir ungefähr gesagt, wo er wohnt, ich so, ey, ich fahre da in der Nähe jetzt mal bald SEV, ne, Bock vorbeizukommen, hätte auch nein sagen können, es war nur ein Angebot, ne, und ja, dann, ist er irgendwann mal bei mir losgefahren, haben wir uns mal gesehen. Hat er mal meinen echten Fahrstil gesehen. Haben wir uns mal in Real Life getroffen. Er schätzt mich immer noch 29 ein. Dabei weiß man natürlich, dass ich den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht habe. Ich bin schon sehr alt. Der Zweite müsste mein Tab sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Wollte ich nur wach halten. Nein, 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 nein! Thema wegen dem Treffen, wo du SEV bei uns gefahren bist. Einfach ja. Einfach ja. Okay, gut. Einfach nein. Ich bin dagegen. Sind Sie dafür, dass Frauen am Steuer Auto fahren dürfen? Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Habe ich mir mal aufgeschrieben, dass ich das später als Meme hier einarbeite. Und was für eine Wunder, was Sie wissen, es war angenehm, dass ich dir auch wenn ich es dir ins Gesicht schlagen wollte. Ey, er hat mir sogar eine Pizza gebracht. Das, was er dann auch bei mir im Bus vergessen hatte, waren seine Pommes. Die habe ich dann auch irgendwann weggeschmissen. Und seine hässliche, komische Einkaufstüte, die ich bis heute noch bei mir rumtrage, die immer noch nach Pommes stinkt. Ja.
Polizia! Polizia! Ja, sorry, dass ich mein Essen vergessen. Ja! Fällt dir ein, Junge? Was fällt dir ein? Tempomat wieder aufnahme. Da vergisst er einfach seine Pommes. Aber ich muss sagen, die Pizza hat echt geil geschmeckt. Ich glaube, ich habe die später nochmal. Ne, ich habe erst diese Pizza, diese kleinen Pizzabrötchen. Ich hatte an dem Tag echt keinen Hunger. Habe diese Pizzabrötchen weggefuttert, die echt lecker waren. Auch wenn sie inzwischen schon kalt waren. Und dann habe ich mir, glaube ich, auf dem Abend oder in der Nacht oder am nächsten Morgen oder was, habe ich mir dann die Pizza gemacht. Ja. Und das war dann auch der Moment, wo mir das erste Mal fast ein Spiegel abgebrettert wurde von der anderen Verkehrsgesellschaft, die da bei ihm hier fährt. Ich stehe da so an der Haltestelle, ne? Dürfte ich zwar offiziell nicht, aber ich parke ja in dem Moment, ne? Vor mir ist noch eine weitere Haltestelle. Der eine Kollege fährt davor an die Haltestelle, ne? Und ich denke mir so, okay, war schon relativ knapp, ne? Aber er hat ja noch alles hinbekommen, kein Problem. Der Kollege fährt dann vor, ich dann, oh, das wird eng. Jetzt bitte nicht links ein, lehn dich ab. Knack. Hat er mir an den Spiegel rangebrettert. So, ich dann natürlich, ne, alles erstmal geschnappt, Handy, blablablub. Da war Pikachu gerade, glaube ich, sich einen Döner holen, wo er fast ausgerastet ist, weil er irgendwie eine Ukrainerin oder so gerade bestellt hat. Und der wäre da wirklich beinahe ausgeflippt. Ja, ich hab dann erstmal Türen aufgemacht und dann sind auf einmal 5 Leute da in meinen Bus gefühlt gestürmt und wo ich dir dann erstmal sagen musste, ey Leute, da steht Pause dran, ne? Lasst mich mal bitte ganz kurz hier bla bla bla. Ja, aber wir haben Fragen. Ich so, da drüben, da Straße weiter, da ist SEV-Einstiegshaltestelle. Und da muss ich die erstmal loswerden und ich musste halt gleichzeitig auch noch, weil der Kollege nicht ausgestiegen ist, der hat nämlich die ganze Zeit, also der bei mir da in den Spiegel reingebrettert ist, der ist nämlich nicht ausgestiegen, hat die ganze Zeit nur Fahrgäste einsteigen lassen. Dann musste ich so, ey, ich muss jetzt hier langsam raus, bevor der hier gleich losfährt. Ich muss den informieren. Aber er hat es ja noch selbstständig gecheckt. Alles okay? Habe ich dir irgendwie einen Spiegel oder so? Ich so, ja, naja, noch hängt er. Und dann hat er sich die Misere an. Ich so, ach du Scheiße, bla, bliblub. Hat er gefragt, soll man Polizei rufen? Ich so, also, wenn du möchtest, können wir das machen. Wir müssen nicht, ja. Dann wird das als betriebsinterner Unfall nicht betriebsintern, sondern halt zwischen zwei Firmen. Mach Fotos, blablablub. Meinetwegen müssen wir jetzt keine. Ich habe jetzt keinen seelischen Schaden davon getragen, ja. Im Nachhinein wurde mir dann gesagt, es wäre lieber gewesen, wenn ich doch die Polizei gerufen hätte, aber naja. Hab die Leitstelle noch später angerufen. Beziehungsweise ich bin ja dann schon zum Parkplatz gefahren, weil Pikachu zu lange gebraucht hat. Fast abgedrängt, sorry. Ich hoffe, dass du auch jedes Mal vorm Schlafen stark an dem Beutel riechst, tust wie ein kranker Perverser. Nö. Naja, aber ich fand das mega nervig, dass ich wirklich so lange warten musste, bis das Essen fertig war, wurde. Ist. Ja, Mann, komm, es hat genervt, man steht da und die drängelt sich vor. Ja, die ist wichtiger, die ist aus der Ukraine, die ist geflüchtet hierher, ne? Das ist. Die hat natürlich Vorrang, ist doch klar. Hab doch mal ein bisschen Respekt, Pikachu. Ich bitte dich. Ja. Ja, da musste ich dann noch. Da habe ich da die Leitstelle gerade parallel angerufen, wo ich, glaube ich, vom Parkplatz gekommen bin, weil ich mir jetzt unsicher war. Ich glaube, ich hatte niemanden erreicht oder was. Dann fahre ich da an die Haltestelle wieder voran, wo dann Pikachu steht. Und auf einmal steht da auch, glaube ich, stand da rechts die Polizei oder was? Die Bundespolizei oder was? Und dann muss ich so das Handy so ein bisschen verstecken, weil während der Fahrt am Handy, ne, ist natürlich ganz kacke, aber ich hatte auf Lautsprecher, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr. Das war echt Stress. Das war einfach nur Stress pur. Also nicht nachmachen, Handy am Steuer gehört sich nicht. Wir haben schon 400.000, Alter. Und seitdem kenne ich deinen echten Namen. Ja, was war das? Matthias, ne? Sicherlich. Matthias einfach. Ja. Matthias. Ich kenne nur einen einzigen Matthias in meinem Leben, ey. Und das bin nicht ich. Aber gut, wenn du das denkst, dann bitte. Trotzdem ist der... Ich nenne dich Phantom. Ja, das habe ich rausgehört. Ja, bitte, wenn du denkst, dass es Matthias war.
Ich kenne nicht mal in der Firma einen, der Matthias heißt. Am Kreisverkehr tritt er aus. Also was in Selo passiert, das interessiert mich ja sowieso nicht, aber mir fällt keiner ein, der Matthias. Ich kenne nur einen einzigen, der Matthias heißt. Nimm diese Ausfahrt. Oh Mann, ey. Ja, ist natürlich gut, wenn du mich weiterfahren, du nennst. Es gibt, du bist eine der wenigen Personen, denen ich meine Nummer gegeben habe. Ich habe, glaube ich, auch dieses Jahr... Nee, jemand anders hat mir ihre Nummer gegeben. Es ist eine Frau, ja. Ich habe auch mit Frauen Kontakt, Tatsache. Auch wenn ich so ein Sexist bin. Ich glaube, die weiß bis heute auch nicht meinen Namen. Die hat mich auch nur ein Leben für 3 Sekunden gesehen, wo ich kurz gegrüßt habe. Seitdem haben wir uns nie wieder gesehen, ja. Die wird wahrscheinlich auch denken, was... Also, denkt immer noch wahrscheinlich, was ist das für einer? Schreibt irgendwelche TikToks oder kommentiert irgendwelche TikToks, schreibt da drunter Grüße aus MOL. Ich muss auch gedacht haben, Alter, was will der von mir? Was ist denn das für ein Creep? Können wir jetzt mal den Ort Marcon hier mitnehmen? Ich will jetzt ungern eigentlich in die Firma nach rechts drin fahren. Ah ja, dankeschön. Du bist der Einzige, der mich nur anschreiben kann, denn andere, naja, haben endgültig geblockt. Naja, ich bin ja jetzt so gesehen, ich bin da in Anführungszeichen auch frei, ne? Also, ich bin jetzt kein Freiwild, aber, Morgen! Ja. Und wenn Pikachu irgendwann den Kontakt abbricht, ja, dann... Ich kann es verstehen, kann nachvollziehen. Also, ich habe auch mit einigen Menschen in meinem Leben Kontakt abgebrochen. Das hat aber auch seine guten Gründe. Für YouTube, wir beenden mal diese Folge hier gerade. Wir haben echt gut was geschafft jetzt. Also, wir haben gut auch Zeit reingeholt. Ich glaube, über 1 Stunde haben wir jetzt auf der Tour hier reingeholt. Jetzt wird es hier noch ein bisschen bergiger, ne? Das sind ja auch die Alpen. Und dann geht es hier erstmal wahrscheinlich erstmal schön wieder noch 1 Stunde rausfahren. Ich weiß gar nicht, wann wir die nächste Pause machen müssen. Ich sage ja, an der italienischen Grenze müssen wir sicherlich irgendwann mal, machst du den mal weg jetzt? Oh, der soll kürzer sein, der Weg. 35,12. Mhm. Na gut. Das Problem seit letzten Sonntag. Antworte ich dir nicht mehr, aber er beschwert sich bei mir, wenn ich mal nicht antworte. Also nicht du, Fanto. Bei mir weiß ich ja, wenn du im Urlaub bist, sag mir auch Bescheid und dennoch du meldest dich. Ich habe halt keinen Bock, mit der Person Kontakt zu halten, die sich nie melden, sondern nur, wenn sie was von mir wollen. Du wirst mich nicht mal. Oh doch. Ich kann. Lass uns loslegen. Einfach Nummer blockieren. Oder einfach Nummer wechseln. Ich habe ja 2 Nummern. Ich habe ja einmal eine private Nummer. Die haben nur Leute aus meinem wirklich ganz nahen Umfeld. Und ich glaube, die wirst du auch nicht bekommen, Pikachu. Die hat auch nicht mal meine Arbeit. Ja? Also ich wurde damals gefragt, ne, unter welcher Nummer kann man dich erreichen? Habe ich gesagt, ja, die Nummer hier. Und ja, wenn es mal dringend ist oder Notfall oder ähnliches... Offiziell habe ich gesagt, nee, ich habe keine weitere, ne? Also, ja, auch kein Festnetzanschluss. Ich so, Festnetz, in welchem Jahrhundert lebt ihr denn? Festnetz. Festnetz. Habe ich ausgeklingt, die Scheiße hier, weil ich ständig angerufen wurde von irgendwelchen Leuten, die dachten, ich wäre irgendwer anders. Gib mir hier auf den Sack, Alter. Jetzt können sie klingeln, wie sie wollen, nur das Telefon ist abgeklingt. Also von daher... aber ansonsten, Huch, wir wollten ja die Folge beenden auf YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Ja, ja.